Hallo! Grüße zurück! Lass uns erstmal anfangen. Einfach die Anfangsfrequenz ist zum Anfang und zu sich kommen, brauche ich jetzt auch. Ich kann es ja sagen, was mich gerade belastet oder beschäftigt, belastet schon nicht mehr zum Glück. Also leichtes Einschwingen, ihr kennt das schon. Oder Spaghettiarme, ja, je nachdem, was ihr braucht. Für mich ist Einschwingen. Also ich mache auch diesen Termin 14 Uhr, also den Realtermin, auch bekannt über nebenan hier in der Nachbarschaft. Und da kommen ziemlich wenige, also dieses Jahr insbesondere. Ich weiß nicht, ob das nun an mir liegt, an dem Inhalt, oder ob es einfach daran liegt, dass die Leute jetzt mit dem 9-Euro-Ticket irgendwo anders hinfahren und die Gesamtangebotsdichte höher ist, sodass sie mehr Auswahl haben und dieses hier nicht wollen oder so. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob mir das helfen würde. Was aber aufgemacht wurde, ist eine Diskussionsgruppe über Kampfsport. Und sowas finde ich immer, also ich habe mich schon ein paar Mal über Kampfsport geäußert und so, also ich halte das nicht für den richtigen Weg generell. Und wenn ich Kampfsportmeister oder Meisterin wäre, dann würde ich denen auch erstmal beibringen, zu sich zu kommen, sowas Ähnliches, was wir hier machen. Also einen langen, langen Weg mit Meditation und solchen Geschichten, damit die überhaupt erstmal wissen, was bei ihnen los ist. Nicht, dass ich Leute habe, die halt kampferfahren sind, aber überhaupt keine Ahnung haben, wie ihnen die Sicherung rausgeht. Also ich halte das für nicht den richtigen Weg, dass die Leute über eigene Gefühle nicht Bescheid wissen und so und dann glauben, sie müssten jemand, weil er eine andere Hautfarbe hat, eins aufs Mett hauen oder solchen Geschichten, weil sie denken, sie müssen jetzt ihre Region hier verteidigen oder so ein Schwachsinn. Also da würde ich dann schon eher noch eine Bremse drauf machen, aber wenn die Leute halt einfach sagen, also die Meister sagen, nee, die müssen in erster Linie hauen lernen, so dann ja. Weiß auch nicht. Also ich bin da ein bisschen idealistisch eingestellt. Ne? Also ich bin der Meinung, dass das zusammengehört, auch im Kampfsport. Also ich würde das als Meister nicht machen wollen. Leuten effektives Kämpfen beibringen, wenn die noch gar nicht wissen, was... Nee. Das wäre mir wirklich zu gefährlich. Also es sind viele, viele Grundsätze, sogar noch aus den Erzählungen des letzten Weltkrieges und eigentlich auch aufgeschrieben. Also die größte Kampf kann man nur quasi mit sich selber auf dem Kissen sitzend oder eben abgeschlossen kämpfen. Also über sich selber Bescheid wissen ist die größte Kunst, gehört mit dazu. Und erfahrene Kämpfer sagen, der beste Kampf ist gar kein Kampf. Ne, weil die eben wissen, das ist nicht irgendwas Spaßiges, sondern das kostet Menschenleben, verursacht um sie herum Leiden und so. Das ist etwas, was man mit allen Mitteln sein lassen sollte. Ne. Und das sagen die, die Profis sind. Natürlich, wenn ich immer nur in solche Ringe gehe und da Wettkampf mache und so, dann ist das ganz was anderes. Aber also ich kann das nicht trennen. Für mich gibt es da keine freundliche Art. Ist meine Einstellung. Ja. Kann ich nicht ändern. Genug gerüttelt. Übergehen. Also mich faszinierte Kampfsport in der Hinsicht auch. Ne? Also dieser Selbsterkenntnis und na, das, was da ankam in den hongkonesischen Filmen. Also der idealisierte Shaolin-Tempel, weil soweit ich weiß, meditieren die auch nicht. Also im Kampf kann man sich entscheiden, man ist entweder Kampfmönch, dann kriegt man da so ein bisschen Buddhismus eingeworfen, oder man wird mehr so ein spiritueller. Die sind, soweit ich weiß, auch aus der Übertragungslinie ausgeschlossen, weil sie eben, das steht in der Sutta Pitaka drin, also als Mönch
muss man sich sogar quasi von den Räubern zersägen lassen. Er hatte mehrfach Buddha sich geäußert zu und hat gesagt, nee, als Mönch auch nicht selbst verteidigen, gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, du musst da nicht hingehen. Ne? Aber du bist Mönch und sorgst dafür, dass alles, was Aggression ist und so, du erkennst in dir und dann weißt du, die geht aus der Welt nur durch sowas, wie Gandhi gemacht hat, also gewaltloser Widerstand und sowas. Ist natürlich hart, aber ich weiß auch nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, mir die Glieder absägen zu lassen, also keine Ahnung. Das war das Beispiel. Ne? Weil dieses Kämpfen, das ist eben auch, gibt sofort Ergebnisse und so, ist Action und ist alles für den Affengeist. Deswegen in mehrfacher Hinsicht quasi gefährlich. Also unser Affengeist ist nicht gefährlich, aber ich muss dem Affengeist nicht eine Waffe in die Hand geben. Das ist weder schlau noch weise. Und soweit ich weiß, gibt es ein paar Karate-Meister und so, die eben darauf achten, dass die Leute auch so ein paar Ehrenkodex-Geschichten, und zwar nicht irgend so ein Schwachsinn, sondern wirklich nur den Leuten in Not zu helfen und soweit es geht, ihren Kampf am besten gar nicht einsetzen und all sowas. Sich kommen. Wie immer ein, oder besser gesagt, immer wieder neu. Einatmend entspannt zum Rücken, zum Himmel den Rücken strecken. Sich selber strecken lassen und ausatmend mehr spüren, wie kann ich verwurzelt sein. Und entspannen. Ausatmen, entspannen. Und einatmen, entspannen. Und wenn ihr merkt, dass diese subtile Fröhlichkeit, dieses innere Lächeln entsteht, das wäre schon gut. Ich muss das eigentlich nicht immer wieder sagen, aber ich sehe das auf der Wiese bei den Leuten, das dauert sehr lange. Also lass da wirklich den ganzen Körper beteiligt sein, dran sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass ältere Meister, auch in China, dass eben, die brauchen sich nicht so stark, wie ich das jetzt vormache, bewegen. Aber übertrieben, also ich übertreibe das mit Absicht jetzt, es ist so eine Esswelle im ganzen Körper.
Die Arme steigen durchs Einatmen. Man sackt ein bisschen, aber Instabilität wie ein Gummiball beim Ausatmen. Hier die Arme steigen wirklich durch diese Körperwelle. Also lasst da wirklich den ganzen Körper dran beteiligt sein, auch wenn man das bei mir jetzt nicht mehr so stark sieht. Aber ihr solltet das fühlen, dass das nicht so ein Auf und Ab einfach nur ist mit den Armen, sondern wirklich der ganze Körper atmet und richtet sich ein bisschen mehr auf. Hier ein bisschen mehr in die Hocke, sodass ihr auch eine Chance habt, durch den ganzen Körper zu spüren, da ist mehr Bewegung. Und gleich beim Baum umarmen oder stehen wie ein Baum ist eben nicht wie ein Pfahl stehen gleich, sondern mehr wie ein Baum. Das ist trotzdem noch anwesend, diese S-Welle einatmend nach oben und verwurzeln nach unten, nur eben noch subtiler. Deswegen wäre es auch toll, wenn ihr selber entscheidet, wie stark ihr das am Anfang braucht, wie lange ihr jetzt dieses Qi-Wecken machen wollt. Wenn ihr sagt, ich brauche da jetzt noch länger zu, dann macht ihr das länger. Und wenn das eben sehr grob aussieht am Anfang, wunderbar, wunderbar. Ihr solltet eben dazu kommen, dass Körper und Geist so miteinander zur Ruhe kommen, ihr aufmerksam seid, was da so los ist im Körper, und freundlich, aufmerksam und gelassen. Und das führt dann eben zum inneren Lächeln. Das ist ein echtes Beiprodukt, vollständiges Atmen. Also ich mache jetzt noch 3 langsame Atemzyklen und dann gehe ich zum Baumstehen über. Und wenn ihr weiter Qi-Wecken machen wollt, weil ihr das braucht jetzt, macht das. Ja? Ich achte, kann ich ja ansagen, also ich weiß auch nicht, ob das gut ist für euch am Anfang, also ich achte in erster Linie auf meine Knie, dass die so wenig wie möglich belastet sind. Ich achte auf meine Schulterblätter, dass sie locker sind, die Schultern und die Schulterblätter. Ich achte ein bisschen darauf, wo die Handgelenke im Raum sind, und ich versuche, die Finger locker zu lassen. Und das nächste ist dann schon die Augen, die Muskeln um die Augen, ob die entspannt sind. Weil da ist meistens dann dieser kognitive Stress zu finden. Und dann frei atmen. Das dauert heute nicht so lange, ich weiß es jetzt schon. Eigenen Tempo noch 3-4 atmen Zyklen.
langsam mit dem nächsten Ausatmen zur Grundstellung kommen. Und natürlich die Frage, wie fühle ich mich jetzt? Die Antwort ist das Gefühl, keine Geschichte. Wunderbar, Anfangssequenz ist wirklich immer gut. Ein Blick in den Chat. Ich brauche auch noch einen Schluck Tee. Okay. Meister wenig erzählen. Aber da geht leider auch verloren vieles. Ne? Also, ich habe hier schon Leute auf der Wiese gehabt, die in China so ein paar Sachen gelernt haben und da konnte man genau erkennen, dass quasi das untergeht. Ne? Wie das, was ich beim Qi-Wecken erzählt habe. Das ist der Grund, warum ich das mache. Weil genau das war der Fall. Also, die haben nur so rauf runter die Hände gemacht und haben eben gesagt, das habe ich von einem großen Meister gesehen in China. Das habe ich über einen Monat oder zwei gelernt. Und es sei denn, das ist wirklich die Art von dem chinesischen Meister, aber ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass der das eben sehr subtil macht und dann guckt man das ab und sieht die Feinheiten nicht. Also es ist schon sinnvoll, ein bisschen zu erzählen, lieber auch ein bisschen zu viel. Ja. Also ich lerne auch, ne, durch das Erzählen, was dann noch wichtig ist und so. Es wird vielleicht bei mir mit der Zeit auch weniger. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ungeheuer wichtig, das innere Lächeln.